Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem Kanal und heute zu einer weiteren Folge der Gladbach-Karriere. In der letzten Folge haben wir gegen Hertha BSC Berlin gewonnen, gegen Bayern gewonnen, gegen Manchester City, na klar, verloren. Wir haben gegen Bremen gewonnen, wir haben auch gegen Leverkusen gewonnen, gegen Union Berlin. Ich glaube, das allererste Spiel war Fenerbahce, da haben wir gewonnen und gegen Augsburg hätten wir auch gewonnen, falls das ja nochmal das erste Spiel war, das wir letzte Folge begonnen haben. Eine kleine Frage am Anfang. Ich habe nämlich jetzt ein paar Returns durchsucht. Es gibt tatsächlich nicht so viele Leute, die jetzt gegangen sind oder die Karriere beendet haben. Aber einer der Spieler ist jetzt Zlatan Ibrahimovic, aber der macht das schon nach einer Saison, beziehungsweise nach der ersten. Das ist der Region, der ist jetzt 19 Jahre alt. Ihr könnt ja ganz gerne sagen, ob ihr den bei uns sehen wollt. Und was ich noch fragen wollte, von Ronaldo läuft der Vertrag aus. Ihr könnt ja ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man den denn vielleicht sogar holen sollte, da ja jetzt dann gleich die Transferphase beginnt und das wiederum bedeutet, es könnten Spieler verkauft werden, Spieler gekauft werden und Cristiano Ronaldo könnte ja einer, der per Vorvertrag kommt, nochmal 2 Jahre bei uns sein und richtig abgehen. Aber das müsst ihr mir dann eben in der nächsten Folge sagen, wenn Dallas relativ glücklich wäre, so, ja doch, hin und wieder mal spielen durfte. Ich lasse ihn jetzt nochmal spielen, weil ich glaube, ich habe gerade gefragt, ob er spielen darf. Hier darf er spielen und ich hoffe eben, dass er dann vielleicht sogar treffen kann und uns zu dem nächsten Sieg führen kann. Wir sind der erste 4 Punkte Vorsprung haben wir und wir gewinnen 4-0. Feliz, Coman, Wendell und Ndidi treffen. Tatsächlich trifft auch wirklich Wendell, den wir gerade eingesetzt haben, für Florian Neuhaus. Es kommen dann noch wirklich doch viele Spieler zurück, die ja verliehen waren. Die werde ich dann alle wieder auf die Transferliste setzen, beziehungsweise Leihliste setzen und hoffen, dass die wieder verliehen werden. Wir haben natürlich auch wieder Spieler hier verloren, wie ihr seht. 3 Leute waren noch in der Trainingseinheit drinnen und die wurden jetzt zum Beispiel verliehen. Also es ist ein relatives Hin und Her immer mit den Leihspielern, aber ich werde die meisten wieder auf die Transferliste beziehungsweise Leihliste setzen. Das ist, by the way, die Leih- beziehungsweise Transferliste. Wir haben hier Laszlo Bienes noch draufgesetzt, Paulsen, Bennett ist auf der Leihliste, Meier, Bayer, Herzog, Noos, Vogel, Ziegler, Verstrate, Winter, und Bentebaini, den kann ich ja wie gesagt immer noch nicht runterpacken, aber das wäre noch der einzige, der auf der Transferliste ist. Den will ich aber eigentlich eh nicht verkaufen. Er spielt sogar eigentlich verhältnismäßig oft, aber will trotzdem weg. Deswegen ist es immer ein bisschen blöd. Die ersten 2 Spieler werden uns per Leihe verlassen. Einmal Laszlo Bienes, der geht Richtung Hoffenheim, gegen den können wir tatsächlich vielleicht sogar spielen. Und Ziegler geht in Richtung Granada zu den Spaniern und wird da ein paar Spiele hoffentlich machen. Wir werden jetzt in die Jugendakademie Finn Vogel aufnehmen. Und dass wir nach langer Zeit wieder mal ein selbst gespieltes Spiel haben, werde ich hier gegen Augsburg selber spielen. Tatsächlich nach längerer Zeit wurde sich ja auch in den Kommentaren unter anderem gewünscht, dass ich das wieder mal spiele. Oder dass ich generell mal wieder ein Spiel spiele. Jetzt werde ich mit folgender Mannschaft hier machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Spiel rein. Und hoffentlich können wir das gegen Augsburg gewinnen. Dann bleiben wir definitiv auch mit Abstand Erster. Und dann ist die Meisterschaft auch wirklich in greifbarer Nähe. Vielleicht können wir sogar dieses Jahr schon die Champions League gewinnen. Jetzt, Show auf, Elish, der spielt rüber jetzt. Nein, der Ball kommt nicht an. Da hätte ich vielleicht sogar lieber abschließen sollen. Aber das wäre die erste Chance schon mal gewesen. Und vielleicht hätten wir den Ball auch irgendwie reinmachen können. Jetzt, Koma zieht. Was macht er denn? Junge, ja, er will sich den Ball einfach nicht annehmen. Ja, Digga. Das ist ein schönes Stückchen mit dem Ball gelaufen, jetzt sieht er ab, aber nee, das war gar nichts. Ihan Can jetzt bei Augsburg, versucht's mal, Oblak hat den Ball, war mal kein schlechter Versuch, aber ja, war im Prinzip auch jetzt nichts mega gefährliches. Jetzt mit der Flanke, Oblak hat den Ball, der Ball ist noch nicht ganz gesichert, geklärt meine ich. Jetzt nochmal Pedersen und dann ist es das 1-0, Andrea macht. Das war nicht gut für uns gemacht. Hier einfach der Pass mal schnell in die Tiefe. Hahn setzt sich dann einfach durch gegen die Verteidiger und der Tabellenletzte führt tatsächlich mit 1-0 André Hahn. Drittes Saisontor. Wir müssen jetzt schon langsam zurückkommen und jede einzelne Chance nutzen, die wir haben. Er sucht die Anspielstation in der Mitte, aber er findet sie nicht, weil keiner in die Mitte gelaufen ist. Und jetzt gibt es Ecke. Vielleicht wird daraus ja was. Wenn wir sie ein bisschen weiter nach hinten bringen. Das geht? Er hat gerade... Hat Atal gerade den Ball bei der Ecke ins Ausgeschlagen? Unter dem Schuss? So eine Scheiße. Guck mal jetzt wieder, kurz vor der Halbzeit mit einem Lauf. Der ist schnell, der ist gut. Nochmal mit dem Übersteiger nach außen. In der Mitte findet er keiner. Und dann wird es wahrscheinlich bis zur Halbzeit erstmal 1-0 stehen für Augsburg. Pedro Nuno. Oh, Oblak hat das noch geklärt. Zum Glück kommt jetzt kein Augsburger mehr dran. Und dann gibt es Ecke für Augsburg. Jetzt ist da Neuhaus 1-1.
so wichtig. So, so wichtig, dass Neuhaus da noch dran kam und dann den Ball wunderschön macht. Lieband, Pass, Neuhaus. Er kommt da irgendwie durch beide Leute noch zum Schießen durch. Und dann 1:1. Let's go. Neuhaus, glaube ich, irgendwie 11., 12., Saison der 12. Also der Typ geht komplett ab. Tal über außen mit dem Pass in den Rückraum. Und da ist Ndidi, der Ball geht nicht rein, Koman Tor. Ja, das war dann aber auch bitter nötig. Jetzt können wir das Spiel komplett dominieren. Atal, wie gesagt, nochmal einen schönen Pass einfach in den Rückraum. Ndidi, dann kommt ein Verteidiger hin, der war bei Coman, kommt dann gar keiner mehr hin. Er macht sein 4. Saisontor und damit steht es 2:1 für Gladbach. Also für uns. Ja, 3:1, okay. irgendwie dachte ich nicht, dass der Ball reingeht und das ist irgendwie jedes Spiel so, dass ich denke, ein Ball geht nicht rein. Hier kommt Joao Felix. Da habe ich nicht mal einen Skill gemacht und dann über Pfosten ins Tor und... ja, 3:1. Jetzt schießen wir gefühlt im Minutentakt das Tor rein. Tor hier, wie gesagt, der Ball hat sich wunderschön reingedreht. Joao Felix jetzt hier mit seinem 11. Saisontor, auch der geht komplett ab. Der ist absolut geisteskrank gut. Also ich glaube, dieses Spiel haben wir jetzt schon langsam so ein bisschen in der Hand. Was zum Teufel hat Augsburg gerade gemacht? Das war ein Traumtor. Hier das Zusammenspiel, hier Han Can. Nochmal mit einem Pass auf den Petersen oder wie der auch immer heißt. Petersen! Ist es Petersen? Nils Petersen? Ich dachte immer, das ist ein D gewesen. Petersen hier. Mit dem Schuss. Ja, das war dann mal ein Traumtor. Über die Latte dann noch ins Tor. Ob lag gar keine Chance. Also, was soll er doch machen? Es ist tatsächlich Nils Petersen und kein Petersen. Erstes Saisontor für ihn. Diese Saison. Ja, 2 Minuten nach dem Felix-Tor. Ich fass nicht. Also, ich habe schon wieder nicht kommentiert. Aber was Koman da jetzt veranstaltet hat. Ich meine, das war ja erst der Anfang. Das war das Ende, meine ich. Und dann hier wunderschönes Tor, ganz klar. Wunderschön gemacht. Schauen wir mal in der Sofortwiederholung, wie das Tor jetzt fiel. Hier nach dem Anschluss, Felix. Pass auf Neuhaus, dann kommt der Koman. Hier schon mit dem Übersteiger vorbei. Läuft jetzt mit durch die ganze Verteidigung. Hier schon Roulette. Hier nochmal der Grätsch ausgewichen, Roulette, Koman geht da vorbei, schießt hier und schießt das Tor. Das war absolutes Traumtor. Und das wieder nur 1 bis 2 Minuten nach dem Petersen-Tor. Ja, 2 Minuten danach. Also Leute, falls jetzt in 2 Minuten nicht nochmal ein Tor fällt, sehen wir uns bei der nächsten schon. Jetzt Joao Felix. Boah, Junge, ich hätte gedacht, er geht nochmal rein. Holy fuck, war das ein geiler Schuss. Aber der ging nicht rein. Da war aber für den Finesse relativ scharf sogar geschossen. Felix. Neuhaus. 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 Was ein Traumtor. Doppelpack Neuhaus. Das 13. Saisontor. Was ein wunderschönes Tor. Er läuft erstmal. Macht, ja, ein Dragback. Und ach, das ist ein absolutes Traumtor. Der Typ, der ist jetzt schon wirklich dort, wo man sagt, Weltklasse. Das war's mit dem Spiel. Ja. Wir haben 5:2 gewonnen nach einem 1:0 Rückstand. Es ist noch gut. Also es ist der letzte. Wir müssen gegen den letzten gewinnen. Wenn wir das nicht machen, dann ja, wäre es aber auch ein bisschen blöd. Der nächste ist ausgeliehen und zwar Jordan Bayer. Der geht zu SC Neapel für ein Jahr. Und Matthias Ginter ist wieder bereit für die erste Mannschaft. Das bedeutet, wir haben wieder unseren Abwehrchef. Zusammen natürlich mit Stones wieder. Simulation gegen Wolfsburg. Die sind Tabellenplatz 2. Die haben auch immer wieder gewonnen. Wobei gegen Dortmund unentschieden, können wir da gewinnen. 4:0, Koma, Doppelpack, Felix und Stones treffen. Let's go, wir bleiben erst und das sogar mit einer riesen, riesen Vorsprung. Jetzt lasse ich noch eine letzte Stunde auf der Transferliste. Üblich, das sage ich relativ egal, denn wir können uns höchstwahrscheinlich Ronaldo auch so per Vorvertrag holen, ja. Ich denke schon, aber ihr könnt nochmal, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, ob wir uns Ronaldo für 2 Jahre nochmal holen sollten oder für 3. Oder ob ihr sagt, nee, lass mal lieber... Aber ich würde es relativ nass finden, er wird uns definitiv für nächstes Jahr nochmal verstärken, falls wir dieses Jahr nicht die Champions League gewinnen und auch wenn er nur Backup-Stürmer ist. Ihr könnt aber gerne abstimmen in den Kommentaren und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es das Gladbach-Kanal und ciao.